22. März 2018. Noch unterwegs auf dem Rhein, bei Schiedwetter, Regen, Schneefall. An den noch völlig trostlosen Auen und Inseln vorbei. Noch kein Anzeichen von Frühling. Wir wollten aber so schnell wie möglich hoch in den Norden. Aber das war ja wohl nun erstmal nichts. Wir haben hier ein kleines Motorproblem. Momentan, der Motor läuft zwar noch, aber er gibt mir einfach in die Auspuffabgase, also eben halt in Auspuffrohr, drückt er mir ein bisschen Öl rein. Zu sehen, dass sich draußen eben halt, wenn er im Leerlauf läuft, ganz, ganz feiner Ölfilm bildet auf der Wasserschicht. Das heißt, da ist irgendwo im Kolbenbereich, Kolbenring, irgendwo was nicht mehr ganz in Ordnung. Weiterfahren könnte man. Gefahr, dass sich das Ganze natürlich verschlimmert. Was heißt Gefahr? Es verschlimmert sich dann irgendwann und dann kann es natürlich auch zu größeren Schäden führen. Je nachdem, wie der Verlauf ist, was man natürlich nicht vorhersehen kann. Dazu müsste man reinschauen. Motor muss definitiv raus. Und wir haben jetzt hier soweit erstmal alles freigeräumt, dass wir an den Motor rankommen. Ja, und jetzt heißt es eben halt Motor losschrauben und dann eben halt Motor raus. Morgen soll es Möglichkeiten zum Kranen geben, dass ich den Motor ausheben kann. Zum Glück haben wir alles so vorbereitet, dass sowas jederzeit mal möglich ist. Und ist zwar natürlich mit Aufwand verbunden, mit Arbeit verbunden, klar. Nächster Punkt ist, wir wissen nicht genau, was der Motor wiegt. Wenn wir dann auch noch sehen, Kran soll zwar genug ziehen, aber dann der weitere Transport, wir müssen dann noch so ein paar Treppen rauf und sowas und ist alles dann nicht unbedingt so der Hit. Aber was soll's, es ist noch hier in Deutschland und muss das positiv sehen, wenn das, wer weiß, wo irgendwo passiert wäre, das wäre weitaus schlimmer, womöglich dann in der Karibik, wo man dann doch nicht so die Möglichkeiten hat, dann so einen Motor mal an Teile ranzukommen und in Stand zu setzen und sowas. Von daher, Firma haben wir aufgetan, die ihn revidiert, sehr hilfsbereit und ja, dann geht es los. Als wir in den Hafen eingelaufen sind und festgestellt hatten, dass wir doch ein größeres Problem haben und der Motor im Prinzip angeschaut werden musste, haben wir sofort reagiert, haben online recherchiert und über einen Umweg die Motoreninstandsetzung Rehse in Mainz aufgetan, ein Motoreninstandsetzer, der auch Perkins Motoren repariert. Mit denen haben wir telefoniert, es war möglich, den Motor dorthin zu bringen und dank der Hilfe von Volker, Thomas und anderen Mitgliedern des Rüdesheimer Yachtclub war es auch überhaupt kein Problem, den Motor auszubauen, mit Hilfe des Krans der Dorothea den Motor rauszuheben, über Bretter auch die Treppe hoch zu transportieren, zu verladen und dann nach Mainz zu transportieren. Tja Leute, so sieht das aus, unser zerlegter Motor und ja, alles nicht so toll. Und wir sind wirklich am Überlegen, ob wir alles instand setzen lassen oder ob wir einen neuen Motor kaufen. Und die Entscheidung ist nicht so ganz einfach, weil beim neuen Motor muss natürlich einiges umgebaut werden. Bei dem alten wäre alles wieder gut. Und ja, das müssen wir uns noch überlegen. Auf jeden Fall definitiv einfach zu viel Spiel zwischen Kolben und Laufbuchsen und dadurch leichten Ölverlust. Man hätte durchaus noch weiterfahren können, auch noch ein paar hundert, na, vielleicht so 50 Stunden oder so, aber naja. Tja, nun war Warten angesagt. Deswegen hat Thomas uns auch direkt in eine freie Box gezogen, geschleppt. Wir haben mit 2 bis 3 Wochen Wartezeit gerechnet und in der Zeit haben wir natürlich diverse Arbeiten angefangen, die wir sonst hätten in Holland erledigt. Zum Beispiel unser Windgenerator angeschlossen, der auch wunderbar läuft und echt super, super Strom produziert und dabei echt sehr leise ist, unser Silent Wind. Wir konnten unsere Beschriftung kleben, die wir von Hakos Schwester zur Schiffseinweihung geschenkt bekommen hatten. Dazu brauchten wir ja gewisse Temperaturen, die hier in Rüdesheim nicht lange auf sich haben warten lassen. Aus diesen Hölzern hier wird der Steg gebaut. Das ist Abfallholz. Und ja, das ist schon schön imprägniert, das ist schön stabil und das wird die nächsten Jahre sicherlich halten. Und das Ganze kommt dann nämlich hier unten hin. Ich weiß, ich darf noch nicht heben, aber ich mache es trotzdem. Hm? 1, 2, 3. Wird miteinander verschraubt. Können die Kanister da stehen? Der kann drehen, wunderbar. Stört weiter nicht. Wenn das sich ein bisschen abarbeitet, ist es auch nicht weiter tragisch. Und dann eben halt Dinger weg, Notpinne drauf und fertig. So ist das gedacht.
Wir haben die Chance genutzt und unsere Ankerkette markiert. Das heißt, 70 Meter Ankerkette ausgelegt und mit einem entsprechenden Ampelsystem markiert, sodass wir wissen, wie viel Meter Kette im Wasser ist, da wir kein Kettenzählwerk dran haben. Da wir am verwaisten Südsteg lagen, war das eine super Möglichkeit. Premiere, ich backe meinen allerersten Kuchen. Ja, nicht unbedingt, nicht den allerersten Kuchen überhaupt, sondern den allerersten Kuchen in unserem Gasbackofen. Da steht er. Bin gespannt, ob das was wird. Ein Rhabarberkuchen. Mmh. Passend zur Saison. Schöne Bescherung. Nichtsdestotrotz hat er echt super, super lecker geschmeckt. Dann waren noch diverse Verkleidung zu kleben. Im Bad zum Beispiel, also in der Dusche, wo wir ein paar Senningstoff draufgeklebt haben. Aus den geplanten 2 bis 3 Wochen Wartezeit auf die Ersatzteile wurden ja bekanntlicherweise 8-9 Wochen. Und somit haben wir richtig viel Arbeiten hier erledigen können. Hier Hakos ganzer Stolz, sein Schaltpanel mit der kompletten Verkabelung. Unglaublich viele Meter Kabel liegen in unserem Schiff. Wahrscheinlich wiegt es deswegen plötzlich 9 Tonnen. Ich nähe unsere Wimpel zusammen. Unsere Wimpel, die wir zu unserer Einweihungsfeier bekommen haben. Ach, das ist ja nur ein paar Wochen her. Ja, die waren erst mit Post-it befestigt, aber das war echt mühsam, weil die Dinger haben sie ja gelöst. Dann habe ich angefangen, das mit Hand zu nähen und jetzt habe ich die Nähmaschine entdeckt. Und jetzt, da ich unbedingt, wenn wir jetzt hier aus Rüdesheim wieder starten wollen, diese Wimpel an unser Training befestigt haben möchte, und zwar gescheit befestigt haben möchte, mache ich mir jetzt die Arbeit und das ist echt cool. Und es sind so tolle Sprüche drauf, echt ganz genial. Wir haben eine grüne für die Backbord-Reling und eine rote für die Steuerbord-Reling. Was? Rot und grün? Ach, die Leinen? Ja. Cool. Cool, ne? Die alle sind schon fertig. Nicht nur unsere Wimpel habe ich zusammengelegt, sondern auch unsere ganz individuellen 5-eckigen Bettlaken. Ja, also die Nora kommt langsam weiter mit dem Kram. Hat schon so ein paar Sachen fertig. Das sieht gar nicht so übel aus. Ja, das ist unser Fußbodenbelag, den wir hier auch fertig kleben konnten. Das wäre sonst wahrscheinlich erst nächsten Winter was geworden. Und natürlich das Utsche Bebes Projekt, welches ich zusammen mit Bea gerockt habe. Neun Wochen nonstop arbeiten lag natürlich auch nicht drin. Ein paar Ausflüge mussten dann doch sein. Zum Beispiel bin ich einmal hochgelaufen zum Denkmal und konnte von dort oben die wunderschöne Aussicht auf die Inseln und Auen, also eben auf den Inselrhein, genießen. Nadine und ihr Freund haben uns einmal mitgenommen auf die Lorelei zum Ritterspektakel. Und so sehnsüchtig, wie wir hier von der Lorelei auf den Rhein schauen, haben wir letzte Woche von Bingen auch aufs Binger Loch geschaut, in der Hoffnung, es geht endlich weiter. Aber zwischenzeitlich hatten wir noch Besuch von Marcel, Bea und Luca und hier seht ihr, wie sie sich bei uns angekündigt hatten. Motorisiertes Kleinboot. Die Kombination ist etwas fragwürdig, aber Kapitän genug Gewicht, physikalische Gesetze nach vorne, dann kommt das Teil ins Gleichen und dann wird es gefährlich. Wir sind dann auf dem Weg den Rhein hoch Richtung Rüdesheim. Bis bald! Und da waren sie schon. Wir haben echt eine schöne Zeit mit den Dreien verlebt, tolle Ausflüge gemacht, zum Beispiel auf die Burg Rheinstein, wo wir sonst wahrscheinlich nie hingefahren wären. Oder einmal ins völlig überfüllte Schwimmbad, weil Luca so gern badet. Und Hakko erzählt dem Luca natürlich, was wohl
eine seiner Captain Blaubeer-Geschichten. Du musst uns mitnehmen, Captain. Da habe ich gesagt, nein, das mache ich natürlich nicht. Warum soll ich euch denn mitnehmen? Ja, weil wir sind Flussgeister und wir möchten mal ins große Meer. Jedes Jahr zum Saisonstart führt der Rüdesheimer Yachtclub traditionell die Anfahrt durch. Zu diesem Zweck wird Eugenie, ein alter Altjocker, vom alten Krepel, das ist ein altes Lotsenschiff, hochgeschleppt in die Mariannenaue. Dieses Jahr ist allerdings zum ersten Mal nicht alles reibungslos abgelaufen. Alter Krepel wollte irgendwann nicht mehr und hat die Eugenie notankernd bei Kilometer 521 zurückgelassen. Ein altes Polizeiboot wurde aufgetan, welches uns die restlichen Kilometer abschleppen konnte, nachdem wir dann den Anker per Hand hochgeholt hatten, weil mehrere Versuche, die Ankerwinsch zu starten, beziehungsweise den Motor für die Ankerwinsch zu starten, fehlgeschlagen sind. Nachdem der Anker dann oben war, ja, wollte auch wieder der Motor für die Ankerwinsch. Wir Freibeuter der Meere stehen immer fest zusammen. Komm mit uns auf große Fahrt. Ein jeder für den anderen sind Brüder Mann für Mann. Komm mit uns auf große Fahrt. Denn an Bord sind alle gleich, egal ob arm, ob reich. Und Freiheit ist der Lohn. Ohne Mauern ans Ende dieser Welt. Komm mit uns auf große Fahrt. Kein Sturm zerstört die Bande, die uns zusammenhält. Komm mit uns auf große Fahrt. Wirst du heute mit uns gehen, dann wirst du es verstehen. Und Freiheit ist dein Lohn. Wir sind frei. Paco und ich durften ja von Freitag auf Sonntag in der Eugenie übernachten, in den witzigen alten Schrankkojen. Auch Thomas hat dort ein Bettchen gefunden. Ja, und kurze Zeit, nachdem wir die Überreste von Samstagnacht aufgeräumt hatten, hat sich das Ganze schon aufgelöst. Alter Krebel hat umgelegt auf die andere Seite, um uns den Rhein runter wieder abzuschleppen in den Rüdesheimer Yachtclubhafen. Wir sind frei, frei wie der Wind, wir sind frei, wir sind
sind, wer wir sind. Wir sind stolz ohne Scheu und zertrennlich und treu. Ja, wir sind Ja, wenn wir nicht hier gestrandet wären, hätten wir niemals die Gelegenheit, bei der Anfahrt dabei gewesen zu sein. Also es war ein richtig cooles Event, auch überhaupt den Inselrhein auf die Art und Weise kennenzulernen. Wir hätten ihn ja nur flüchtig durchquert. Vielen, vielen Dank dafür. Danke. Und ja, jetzt, unser Motor ist wieder da. Er ist eingebaut, aber seht selbst die letzten Szenen aus Rüdesheim. Ja, lieber Rüdesheimer Yachtclub, ganz, ganz herzlichen Dank für die ja, fast 9 Wochen, die wir bei euch liegen durften. Die uns sehr, sehr angenehm gestaltet wurden. Immer wenn wir Hilfe brauchten, war jemand zur Hand und hat geholfen. Und das völlig unkompliziert. Ja. Und wir hoffen, ihr werdet uns ein bisschen verfolgen. Ihr habt ja die Möglichkeit über unseren Blog www.refittotravel.de und natürlich über Facebook, YouTube, und wir versuchen wirklich alles, ob irgendwie am Ende unserer Reise nochmal herzukommen. Und sei es zu Fuß. Denn Rüdesheim ist natürlich immer eine Reise wert. Jetzt ja. Sowieso, definitiv. Also ganz, ganz herzlichen Dank. Bevor wir nun Rüdesheim endgültig verlassen, stand noch eine erste Testfahrt auf dem Programm. Es ging nicht wie geplant den Rhein rauf, sondern den Rhein runter Richtung Bingerloch, da Holger noch ein paar Aufnahmen von uns machen wollte. Bei Kilometer 529 wendeten wir und hatten nun die Chance, den Motor auf Herz und Nieren zu prüfen bei der starken Strömung, die dagegen uns anstand. Leider ging nach kurzer Zeit die Öldrucksignalwarnung los. Wir mussten notankern am Rand der Fahrrinne, und da unser Anker auf diesem felsigen Untergrund leider überhaupt nicht halten wollte, hat es nach kurzer Zeit unsere gesamte Ankerwinsch plus Kette natürlich und Anker rausgerissen. Und nun sind wir wieder hier im Rüdesheimer Yachtclub und hoffen, dass auch dieses Problem bald gelöst sein wird und wir endgültig abfahren können.